Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Gesundheitsfernsehen. Heute habe ich wieder den wunderbaren Wasserforscher Erich Meidert bei mir und er leistet mit seiner Arbeit Unglaubliches für uns alle. Und heute erzählt er aus 27 Jahren Erfahrung die 5 wichtigsten Erkenntnisse. Ich glaube, eine Sendung, die sich niemand entgehen lassen soll. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Erich, ja. So schön bist du wieder bei uns und ich habe schon vor der Sendung gesagt, wahrscheinlich bleibt es nicht bei den 5 wichtigsten Erkenntnissen, weil du hast so ein Wissen und du sprudelst und das, was ich gesagt habe in der Anmoderation, das empfinde ich wirklich aus tiefstem Herzen, weil deine Arbeit ist so unglaublich wichtig auf allen Ebenen und du bist so authentisch in dem, was du machst und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich bin zu faul zum Lügen. Es kommt immer zurück. Das und so weise, würde ich sagen, es oder? Es wird immer die einzige Frage, wann und in welcher Form. Ja. Also mich haben im Leben schon Leute echt belogen, beschissen und betrogen. Und wenn ich das heute anschaue, dann brauche ich gar nichts dazu tun, weil dann möchte ich nicht mehr tauschen. Die haben zwar vielleicht wahnsinnig viel Geld und so, aber es stimmt halt oft nicht. Und dann kommen halt oft Dinge auf die zu, die man dann mit Pech und Unglück beschreibt. Aber wenn du sie so lange kennst, und es geht im Leben ja eigentlich nur immer um Ursache und Wirkung, und meistens, die Medizin macht ja sehr viel auf Symptome und mich interessieren die Ursachen. Mich das auch. Da gehe ich mit dir einig. Ja, und eben, du hast ja, ich habe schon Sendungen mit dir gemacht, heute und schon früher. Und ich finde das unglaublich. Du schaust wirklich alle Ebenen an. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dich sehe, ich habe dich eine Weile nicht gesehen, dann kommen so viele neue Erkenntnisse und Dinge dazu, weil eben, du gehst wirklich in die Tiefe. Und ich bin natürlich gespannt, was du als 5 wichtigste Erkenntnisse aus dieser langen Zeit... Die müssen wir uns jetzt mal schauen, was wir zusammenbringen. Ja. Also das Erste, was mir spontan in den Kopf fällt, weil Energie ist nicht alles. Also das Erste ist, ohne Energie ist es nichts, aber Energie ist nicht alles. Es gibt ja viele Wasserexperten, die sagen, woher sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Mhm. Das hat noch nie funktioniert. Und beim Trinkwasser ist es auch so, dass du zwar beleben kannst, was ich auch tue, also jetzt wieder als Beispiel, ich sitze in meinem Lokal, meiner Wahl, und dann sagen die alle, ja, du mit dem Wasser, du spinnst ja ein bisschen. Und sage ich, nee, pass auf, ich habe hier ein Uso oder ich habe einen Weißwein und jetzt schaust mal eine halbe Minute weg und dann nehme ich nur meine Hand her und kann den energetisieren. Und dann schmeckt der Uso ganz anders. Ich lasse ihn dann immer den probieren, den ich energetisiert habe, weil der ist dann weich und der andere kratzt wie nochmal was. Das gibt's ja nicht. Ah, diese Fähigkeit hast du auch noch? Ja, klar. Das muss ja, ich arbeite auch sehr viel mit dem Tensor. Das ist logisch. Also auf alle Fälle. Aber das widerspricht dem, was ich gerade gesagt habe. Aber es gibt halt Leute, die sagen, du brauchst dein Wasser nicht zu reinigen. Das ist der erste große Erkenntnis, dass Energie ist wichtig, aber es ist einfach nicht alles. Man darf Physik und Chemie nicht einfach vermischen und sagen. Also ich muss das Wasser, bevor ich es belebe, muss ich es immer reinigen. Und wenn ich halt in meinen Hochgebirge bin, zum Beispiel in Krümmel, da gehst du oben, wo es vom Gerlospass runterkommt, mehr oder weniger vom Gletscher. Dann gehe ich 5 Kilometer vor diese Krümmler Wasserfälle kommen, messe da das Wasser, 15 TDS. Dann gehe ich runter, dann fällt das Wasser. Was heißt TDS für die Menschen? Total Dissolved Solids im Ganzen oder PPM, Parts per Million. Ja. Leitende Stoffe in 1 Liter. Also es können Salze sein, es können Metalle sein, egal was. Also das ist ein ganz einfaches Messinstrument, kostet nichts und das ist wie ein Fieberthermometer für uns. Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß! Nach dem, was wir hier 3 Jahre durchgemacht haben, haben wir eine Menge an Entzündungslast in einem Körper. Und durch diese Entzündungslast entstehen also massive Durchblutungsstörungen auf Gefäßebene. Die OHT ist
eine Maßnahme, die bei allen chronisch entzündlichen Prozessen eine ganz große Rolle spielt. Das merken wir eben auch, dass die Last, die toxische Last, dadurch deutlich minimiert wird. Sie holen sich Stück für Stück wieder ein Stück Gesundheit dadurch zurück, ne? Aber dann müsste man ja denken, das Wasser läuft jetzt in diesen Steinen, Felsen schön herunter. Und dann haut es das aus 380 Meter immer wieder in die Felsen rein. Und dann müsste man ja meinen, jetzt nehmen sie die wertvollen Mineralien aus. So, und dann messe ich wieder unten. Und dann hat das Wasser 15 TDS. Also gar nichts hat sich geändert. Obwohl es dauernd über Steine gelaufen ist. Und dann hat sich's energetisiert, ja, die Leute unten, die Asthma haben und Rheuma, die erleben wahre Wunderdinge, weil diese kleinen Aerosole dann in die Lunge gehen und da Wunder vollbringen. Warum ist Krimmel kein Heilort, kein Heilkurort? Weil es zu wenig Ärzte gibt. Aber das nur als Nebensatz. Aber dass ich das jetzt noch richtig verstehe, wenn das Wasser durch die Steine läuft, normalerweise verbindet sich ja das Wasser mit allem. Weshalb hat es dann nicht sich mit irgendetwas verbunden auf diesem Weg? Also wie erklärst du dir das? Ja, weil das ja ein großer Irrtum ist. Weil das Wasser, wenn es über die Steine ist, du siehst das ja oft, du hast Steinkaraffen oder Edelsteine in der Karaffe, das wird sich nicht ändern. Ja. Das nimmt es nicht auf. Was es aufnimmt, sind oft Huminstoffe. Es gibt da sehr viele Mineralwässer, die sagen, boah, super, toll, und da gibt es ganz renommierte. Und dabei ist Mooswasser. Also das nimmt das Wasser, zieht es auf, aber von den Steinen kriegt es nicht. Das ist ein Irrtum. Und woher kommen denn die sogenannten ebenso Mineralsalze im Wasser? Aus was kommt das denn? Ja, aus diesen Steinen ebenfalls nicht. Ja, das kommt, okay. Das geht durchs Erdreich durch, versickert da. Und du musst ja wissen, wir haben in Deutschland allein 37 verschiedene Bodensorten. Mhm. Wir haben Löss, wir haben Schwarzerde, wir haben Braunerde, wir haben die Münchner Schotterebene, und die haben natürlich verschiedene Eigenschaften in der Filterung. Und unser Allgemeinverblödungsprogramm, muss ich schon sagen, heißt, ja, es wird immer schön gefiltert. Ja, aber diese hunderttausende Tonnen, die wir mittlerweile ja über die Jahrzehnte über Äcker, über die Wiesen versprüht haben, das bleibt dann anscheinend alles oben. Und unten kommt das saubere runter. Und wenn man das mal hochrechnet, was das an Fremdstoffen wäre, das darfst du gar nicht drüber nachdenken. Beispiel, ein Maisfeld, da siehst du nur Erde und Maispflanze. Das heißt, es ist alles vergiftet. Nichts wächst mehr. Neben dem Maisfeld hast du eine grüne Wiese und da ist üppigstes Wachstum. Oder am Waldrand ist es noch schlimmer, weil auch die Wiesen ja oft schon wieder gespritzt werden. Und so ist halt das im Boden drin und sickert und kommt halt runter. Aber der erste Merkpunkt, damit man nicht ganz den Faden verlieren, ja, genau, heißt, Energie ist nicht alles. Du kannst es, ich kann zwar energetisieren, aber wenn ich diese physischen Fremdstoffe habe, dann kann, und die kann ich ja messen mit so einem einfachen TDS-Messgerät. Mhm. Und da sehe ich, wie viele leitende Stoffe drin sind. Und ich sehe das Hochgebirgs-Gletscherwasser. Und da habe ich keine drinnen. Und das Wasser schmeckt. Und dann nehme ich halt einfach eine Kresse oder ich nehme, lass dir Tulpen schenken. Und dann nimmst du das Gletscherwasser und dann nimmst du das Leitungswasser, das wertvolle Mineralien hat. Haha. Und dann siehst du, dass die Tulpe viel länger blüht und wächst und gedeiht, dass sie ganz andere Wurzelwachstum haben, wie das sogenannte tolle mit Mineralienwasser. Also, und Merksatz 1, Energie ist nicht alles. Du kannst nicht mit Hand auflegen, das Wasser reinigen. Das geht nicht. Das okay. Also erster Punkt eben, Energie ist nicht alles. Das bedeutet, die Struktur des Wassers und die Energie ist wichtig, aber die Grundlage muss sauberes Wasser sein. Erst am zweiten Schritt. Ja. Du kannst nicht das zweite machen vom ersten. Das ist wie das berühmte Hand auflegen. Das kann dir schon helfen, aber es geht um Physik. Ja. Und je mehr Müll ich ansammle und je mehr kleinste Teile im Laufe eines Lebens. Und darum sind ja die Leute so ab dem 60. Lebensjahr, wer da nicht aufpasst, den erwischt es. Ja. Die Frage ist nur, was hat sein Körper für ein System, wo hat er den Schwachpunkt? Aber nach dem, was ich jetzt weiß, nach eben all diesen Jahren, dann kann ich den Leuten, ich schaue sie an und sehe schon, der trinkt viel Wasser, der trinkt zu wenig Wasser und
wenn ich dann die Körper anschaue, dann weiß ich genau, wo die Grundlage, die Ursache ist. Ja. Also, und dann meint man, es muss per se so sein im Alter. Ja, ja. Überhaupt nicht. Ja, eben, aber das möchte ich einfach auch nochmals betonen. Okay, das ist auch so eine Idee. Unseren Professor Hecht an oder die Leute, die hier rumturnen, der Kurt Mosetter, ich schätze, der ist jetzt auch schon bald 60 umeinander, aber die sind jung und vital und fit. Du ja auch. Ja, nee, definitiv, weil ich habe so eine Freude am Leben, weil ich ja zutiefst dankbar bin, dass es mir auch so gut geht, weil die Zeiten waren ja anders, weißt du, wenn du hast zwar Riesengeld verdient in der Bauträgerei, aber dann bist du um 3, 4 Uhr Nachmittag, du bist platt wie eine Flunder, da habe ich sehr viel Magnetfeldtherapie gemacht, das heißt, das ist auch gut, aber du brauchst halt reines Wasser immer als Grundlage und da hilft es beim Leitungswasser nicht so viel. Wunderbar, das ist der erste Punkt. Das würdest du als zweiter wichtiger in den Das fällt mir auch wieder ein. Also es ist echt nicht vorbereitet. Ja. Ich habe gesagt, ich schreibe es auf. Aber mein zweiter ist, wenn du dein Wasser nicht filterst, bist du selber der Filter. Ja. Und ich habe ein Erlebnis, das ist real, und zwar drei Damen, die haben eine Dialyseklinik aufgemacht. Da waren sie zu dritt, plus ein Arzt und eine Schwester. Und heute sind sie 45 im 24-Stunden-Betrieb. Und was ist die Niere anders als ein Filter? Und das Lustige ist, da war ein Dialysepatient und der hatte, dem hat die Krankenkasse Umkehrosmose gegeben für die Heimdialyse, weil er war zu weit weg von der nächsten Versorgung. Also hat er Umkehrosmose gekriegt. Und dann hat er bei mir noch einen Wasserfilter gekauft. Das ist echt witzig, weil er gesagt hat, du, mein Leitungswasser kann ich nicht trinken. Und dann habe ich gesagt, behalt doch das Dialysegerät. Nein, das darf er nicht verwenden. Also hat er doppeltes ausgegeben. Aber wenn du dein Wasser echt nicht filterst, dann muss es der Körper machen. Du, das ist beim Tanken ist es genauso. Ich habe einmal in meinem Leben falsch getankt. Vor lauter verwirrt, schnell. Du denkst dann was anderes und du tankst Diesel statt Super oder umgedreht. Und wie weit bin ich gekommen? 200, 300 Meter. Und dann hat der Motor gestockt und dann muss man das wieder auspumpen. Mhm. Beim Körper ist es halt so, dass diese Teilchen halt 300 ppm hast pro Million, kleinste Teile. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel kalkhaltiges Wasser trinkst, früher hat man gesagt, dass der Opa ja verkalkt. Und jetzt ist es genauso, wenn du meinst, dass zum Beispiel Calcium gut ist für den Organismus, dann hat man sich sauber getäuscht, weil es gibt immer noch das Thema biologische Transmutationen, dass wenn du Calcium haben willst, dann musst du Kalium essen. Der Körper wandelt es. Das ist aber wieder ein eigenes Kapitel. Also Wasser filtern ist heutzutage leider unumgänglich. Und es gibt wenige Gebiete und das Absurdeste ist zum Beispiel im Erzgebirge, oder im Bayerischen Wald oder machen wir im Schwarzwald, da kaufen die Leute Wasserfilter. Und ich weiß nicht, wo war jetzt das? In Südtirol, wo ich sage, seid ihr verrückt, ihr kauft Mineralwasser und euer Leitungswasser ist 10-mal besser. Wildkugel war ich da. Oben am Wildkugel, das war in Neukirchen am Großvenediger, da hast du ein Leitungswasser gehabt, sensationell. Sensationell. Und dann kaufen die Wasser mit 300 TDS und selber haben es mit 17,1 da, bestes Wasser und drum ist reines Wasser der Schlüssel. Und wenn du das nicht machst, dein Wasser von diesen Fremdstoffen befreien, dann muss es der Körper machen. Aber wer weiß es, wir haben eine gigantische Milliarden-Werbeindustrie. Ja. Werbeindustrie, die, es gibt den Bericht ja in der ARD über Vio. Und Vio haben sie eben gesagt, wie viel die bezahlen pro Kubikmeter. Und dann kannst du ja nachrecherchieren, dann zahlen die im Jahr, fördern die 365.000 Kubikmeter. Die zahlen für einen Kubikmeter 18 Cent, sind umgerechnet ungefähr 62.000 Euro. Aber wenn du jetzt 365.000 Kubikmeter umrechnest mal 1.000, dann kommst du auf 365 Millionen Liter. Und 365 Millionen mal einem Euro sind ein paar Euro. Und wenn ich jetzt die Lohnkosten, die Abfüllkosten und alles dazu rechne, und ich habe da jedem dieser Angestellten 5.000 Euro
Gehalt zugestanden. Dann habe ich 5 Millionen gerechnet für die Abfüllanlagen etc. Und ohne Werbung kommst du vielleicht auf 20, 25 Millionen bei 360 Income. Und wenn ich jetzt in der Tankstelle gehe und schaue mir das Wasser an, dann ist halt noch viel mehr, aber nur um die Relation zu sehen. Mhm. Und da kann ich echt eine gute Werbekampagne machen. Das ist schon. Aber wenn die Leute sich einen Wasserfilter kaufen würden, dann hätten sie natürlich auch reinstes Wasser. Aber nicht jeder Wasserfilter ist natürlich gut. Genau. Ich rate von vielen ab. Aber grundsätzlich, der Satz gilt, wenn du dein Wasser nicht filterst, dann macht es dein Körper, weil leider in 90% der Fälle ist das Wasser belastet. Vor allem am Rheingebiet. Früher war der Rhein der artenreichste Fluss Europas, der lachsreichste Fluss. Ah. Und weißt du, was in den Dienstverträgen der Mägde und der Knechte waren, so bis 1920? Da war drin gestanden, dass du nicht mehr als dreimal in der Woche den Leuten aus dem Rhein einen Lachs geben darfst, weil das war das Billigste. Und heute Lachse im Rhein kann ich mir nicht mehr gut vorstellen. Ja, ja. Sehr, sehr eindrücklich, wie du das eben, dann sind wir der Filter. Das finde ich, das ist gut auf den Punkt gebracht. Richtig. Was wäre eine dritte Erkenntnis? Das kommt jetzt auch gerade. Mineralien im Wasser haben nichts zu suchen. Ja. Mineralien im Wasser haben keine Bedeutung, sind eher schädlich. Es gibt den Franzosen Professor Vasson. Auftrag der französischen Regierung 1950, pass auf, warum sterben in gewissen Gebieten die Menschen sehr früh, sind sehr viel krank, belasten unser Sozialsystem, aber in anderen Gebieten, im Gebiet um Wolvig damals, warum sind die sehr gesund, leben lange und machen überhaupt keinen Stress für fürs Krankensystem? 1974 hat dieser Professor Vasson... Hat aber lange geforscht. Universität, der hat Zeit, es hätte mir nicht für möglich, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. Und er hat eines festgestellt, es liegt nur am Wasser. Hauptursache Wasser. Und jetzt kommt der Satz, und den habe ich mal gemerkt, je höher die Mineralisierung, umso höher ist die Sterblichkeit. Es geht hier um anorganische Mineralien, Salze, die schwerer in die Zelle reingehen. Das muss man einfach sagen. Und er hat diese Beta-Analyse gemacht, bioelektronische Impedanzanalyse. Und da kann man messen Blut, Speichel und Urin. Und diese drei Parameter sind ja die Körperflüssigkeiten. Und dann hat er geschrieben, je sauberer das Wasser, umso besser funktionieren die Körperflüssigkeiten. Und er hat gewisse Parameter aufgestellt. Und er hat, es gibt Gebiete, wo es einfach die Leute sehr früh gestorben sind. War es eine Korrelation zu gewissen Krankheitsbildern oder hat er das nicht erforscht? Nee, pauschal, generell hat er auch. Ja. Aber er hat natürlich gesagt, die Wasserqualitäten schwanken ja auch. Ob du jetzt ein Kalkwasser hast oder anderes Wasser, das sind große Unterschiede. Aber er hat die Zonen gemacht. Er hat Krebszonen gemacht, er hat Pilzzonen gemacht. Also alles, was uns ja plagt mit Pilzen und mit Krebs, mit diesen Krankheiten. Und da gibt's ein Buch von, bei mir habe ich es drin, ich habe es schon so lange her, aber der hat genau die Zonen aufgezeigt, wo Krebs kommt, wo Pilze entstehen und Bakterien. Und das hat er einfach gemacht. Also hochspannend. Das ist so ein, was haben wir gehabt, Punkt 3? Was war das? Das war eben die Mineralien, also die Täuschung. Und er hat gesagt, der Satz, je höher die Mineralisierung, umso höher ist die Sterblichkeit. Ja. Und das hat sich bei mir eingeprägt und darum prüfe ich es ja immer. Du brauchst ja nur eine Herdplatte nehmen. Ich habe so einen komischen Ofen jetzt, wie heißt der? Induktion. Ja, das ist nicht gesund. Aber ich koche nichts. Ja, ja. Also du nimmst eine normale Herdplatte, für meine Wiener Würstel langs. Und du nimmst 5 verschiedene Wässer. Und da tust du nur drauf tropfen und dann machst du die Herdplatte heiß. Und das siehst du die Kalkfläche. Und dann siehst du den Trockenrückstand. Ja, ja. Oder noch besser, du nimmst einen Dampfdestillierer, kostet 250 Euro. Mhm. Und ich gebe jetzt eine Ausbildung, dann, dass du das ganze Wissen kriegen kannst. Also auf alle Fälle nimmst du einen Dampfdestillierer. Und die Natur ist ja Dampfdestillation. Die Wassermoleküle steigen auf und der Müll bleibt unten. Und so ist beim Dampfdestillierer der Trockenrückstand auch drin. Und weltweit siehst du immer den Trockenrückstand, steht auf jedem Etikett drum, außer in Deutschland. Und in Österreich glaube ich nicht, aber normal steht drauf TDS oder
die Elektrik bei 180 Grad der Trockenrückstand. Und was wäre ein guter Trockenrückstand, dass man sagt, das ist ein gutes Wasser? Keiner. Keiner, okay. Bier, Plose oder Hornberger Lebensquell, das ist kein. Übrigens, ja. Bier mit sauberem Wasser, sensationell. Das läuft runter. Das musst wie du noch Öl. Gesagt sein als Bayer. Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe schon Sendungen gemacht, da habe ich Bier gezapft. Ja, ja. Ich bin zur renommierten Augustinerbrauerei in München undercover, eine Braumeisterin. Und dann haben wir da Bier gebraut und dann haben die Braumeister gesagt, das schmeckt besser wie das Augustiner im reinsten Wasser. Ich sehe, so deine Forschung geht sehr weit. Ich möchte vielleicht also noch... Dieser Trockenrückstand, weißt du, das ist wichtig. Dann siehst du den Kalk, der sich da festsetzt und der wird sich auch in deinem Organismus. Ja. Das ist der Opa mit dem alten... Wenn der sich verkalkt. Früher war es noch schlimmer, aber jetzt ist halt klar, dass das... Die, genau, und einfach für die Menschen, die vielleicht das jetzt noch nicht ganz verstanden haben, weil man weiß ja, Mineralien sind wichtig, aber sie sind wichtig eben zum Beispiel aus Grünzeug, aus Absolut. Pflanzen und im Wasser eben nicht. Und wir haben noch eine Sendung eben auch dazu gemacht, da kann man auch reinschauen, dass man das wirklich gut versteht, weil im ersten Moment da denkt man, was sagt er denn da, das ist doch wichtig, oder? Dass man das gut versteht, das finde ich wichtig. Das ist der große Irrglaube und das ist, glaube ich, der Punkt Nummer 4, der mich immer wieder zur Weißglut bringt, dieses Halbwissen. Ja. Dass es gibt halt viele, das Halbwissen über Wasser. Das und das ist, wird uns so suggeriert, weißt du, du hörst das, super mineralstoffreich. Ja, und aber dann schau die Werbeindustrie an, was du Geld verdienst. Genau, ich meine, genau. Ich habe es jetzt am Beispiel Vio gebracht, weil es öffentlich ist, aber dann schaust du die anderen an. Und wenn ich mir die sogenannte Mineralisierung, es gibt ja in Deutschland die ganz großen Hersteller, da kannst du deshalb nichts machen, weil die allein schon 700 Angestellte haben. Ja. Und dann Gewerbesteuer und da zahlst du richtig viel Gewerbesteuer. Ja. Und die Mineralwasserkonzerne verdienen ein Schweinegeld. Und wer weiß es denn? Wertvolle Mineralien. Und da werden die Sportler eingekauft, die trinken das. Aber wenn du dieses Wasser, was du aber dann werbewirksam verkaufst, als Leitungswasser den Leuten geben würden, würden sie dich einsperren. Ja. Definitiv, das wäre Körperverletzung. Ja. Aber Mineralwasser und Leitungswasser sind zwei verschiedene Gesetze. Es ist anders. Ja, und das ist ganz wichtig. Da hast du auch schon in Sendungen wirklich da gut aufgeklärt, eben auch zu sehen, dass ganz teure Wasser, wo man denkt, ja, das so ist ein bisschen in, ist ein Hype, das ist ein Kultwasser. Die Wassersommeliers. Ja, ja. Also das nervt mich ja total. Das ist ja ein Geplapper, ein Geschwätz von Leuten, die einfach überhaupt, ach, zum Rinderfilet ein bisschen prickelnd und sowas, wo ich denke, Leute, ihr habt keine Ahnung, aber ihre Aussagen werden durch keinerlei Fachkenntnis getrübt. Ja. Okay. So ist es. Und das ist die Aussage, die Erkenntnis Nummer 4. Ja. Mineralwasser ist das Wichtigste in deinem Leben. Und Mineralwasser aus dem Gurkensaft, aus dem Tomatensaft, aus diesen, das ist wirklich das, was mich am meisten, die Erkenntnis, und da bin ich zutiefst dankbar, wenn ich grünes Blattgemüse habe oder was, weil da habe ich 97% in diesem Büchlein, die Mineralientäuschung, habe ich genau drauf, wie viel Wasser ist in der Melone, wie viel ist in der Kiwi, in der Papaya und wie viel wahnsinnig wertvolle Mineralien sind da drinnen. Und da kriegst du richtig Hunger auf Avocado, weil du sagst, boah, Kalium drin. Und ein Emmentaler geht aber auch, weil du im Emmentaler auch einen Haufen Kalium hast. Und Kalium ist das wichtigste intrazelluläre Mineral. Drum, Mineralien sind der Schlüssel für die Gesundheit, aber im Wasser haben sie nichts zu suchen. Genau. Das ist die Erkenntnis Nummer 4. Und das ist nur ein Irrglaube von all diesem Halbwissen. Ja, und wunderbar. Und die Erkenntnis Nummer 5 ist, glaub nicht sofort jedem bei einer Werbeveranstaltung. Ja. Es ist, und das gilt genauso für Werbung über Wasser wie für Werbung über Wasserfilter, dass man da wirklich mit eben, und schwierig ist oft natürlich auch wirklich sich zu informieren, weil es fehlen uns die Grundlagen. Es gibt keine Neutralität. Der Gesetzgeber muss sein Leitungswasser verteidigen, weil sonst gäbe es einen riesen Aufschrei und die Leute gehen nicht in die Selbstverantwortung. Ja. Das kannst du vergessen. Die Mineralwässer haben Milliarden Gewinne davon. Du wirst eine Coca-Cola und Danone und Nestle, hallo, die werden gewiss nicht diese Milliarden Gewinne, da weiß er mittlerweile, wie sie bescheißen. Ja.
in Frankreich, überall, was da für ein Lug und Betrug ist. Und dass du aus manchen Wasserabfüllanlagen 5 verschiedene Sorten machst. Weil die anderen sagen, ist das so? immer wenn der Mensch keine Ahnung hast, dann heißt es teuer, ist wertvoll. Ja. Wenn ich halt wandle, ich fliege vom Mars runter, lande auf der Erde, sage ich, mag ein Auto, habe 100.000 Euro zur Verfügung, dann gibt es einen Skoda, dann gibt es einen Audi A8, dann gibt es einen anderen. Du wirst nie den billigsten kaufen, sondern ja, alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Und je weniger Ahnung habe, umso wertvoller ist es. Also zum Glück gibt es ja dich auch zur Orientierung, was wir noch vergessen haben, auch zu erwähnen in anderen Sendungen, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du eben auch eine Ausbildung machst zum zertifizierten Wasserexperten. Ja. Und kannst du vielleicht da noch kurz erläutern, wer ist angesprochen, wer kann das machen, können das alle machen, wo macht das Sinn, wie läuft das, ist das online? Also ich habe damals... Ich meine, man lernt im Leben leider nur aus Leid und aus Schmerz. Wenn ich da jetzt das drüber schütte, dann wirst du die Sendung nie vergessen. Und so war es in meinem Vergesse Leben auch. Vergesse ich auch sonst nicht. Ich bin an Leute geraten, wenn ich es nicht erlebt hätte, ich würde es niemand glauben. Ich wollte es aber lernen. Ja. Und da habe ich viel Geld ausgegeben, das war mir wirklich wurscht. Und da mache ich jetzt diese Ausbildung und das heißt, das wären Minimum 60 Lektionen. Da geht es los bei Bodenqualitäten, bei Adam und Eva. Und geht halt sehr stark in die Zellbiologie. Mhm. Weil am Ende musst du sagen, ich kenne mich aus, ich kenne auch verschiedene Anbieter, Angebote, wo sind die Fallstricke, aber vor allem geht es mir um die Gesundheit, um die Zellbiologie. Ja. Das ist eigentlich mein Hobby, sind die Mitochondrien und das Unsichtbare, das ist so unfassbar. Und das dauert ein halbes Jahr, da gibt es Zwischenprüfungen und dann gibt es am Schluss eine Abschlussprüfung und der kann dann mit uns auch zusammenarbeiten, wenn er will. Aber vorher mache ich nichts, weil es einfach... klar, ich verstehe es. Jeder will interessiert für das Wasser, ich will ja Geld verdienen. Ja. Aber dieses Halbwissen, das bringt mich um. Das mache ich nicht. Ja, es bringt nicht nur... es schadet einfach so unglaublich viel. Und ich glaube, das ist wirklich an der Zeit, dass die Menschen Möglichkeit haben, wirkliche Aufklärung zu bekommen. Oder? Ja, also... Einfach objektiv nachvollziehbar, nachprüfbar, praktische Experimente. Die Ausbildung mache ich und dann, das dauert ein gutes halbes Jahr. Und ist das alles online? Das ist online. Ja. Und da gibt es aber auch immer persönliche Live-Calls, wo man die verschiedenen Themen aufhört. Mhm. Weil je kritischer jemand ist, umso weiter hat es mich gebracht. Ja. Das Hinterfragen, das lächerlich machen, das ausgelacht werden. Das war im Nachgang für mich das Beste, was mir passieren konnte. Und natürlich... Viele Fehlschläge auch. Uiuiui. Teichsanierungen. Ich habe ein paar Mal so einen Schiffbruch erlitten, wo ich mir dachte, jetzt bin ich auf dem richtigen Pfad. Oder auch mit diesen Energetisierungsgeschichten. Also, schön, hast du da nie aufgegeben. Und, Nee, das ist wie Fitnessstudios leben. Wenn du. Ja. Aber niemals böse. Immer nie mit Gewalt, sondern einfach sagen: Okay, ich will jetzt durch die Wand durch. Aber dann denke ich mir, da muss ich durch und dabei ist die Lösung 3 Meter links davon. Und das macht dann Sinn, nicht mit Macht und Gewalt, sondern zu sagen, dann mag es mich nicht, dann mag es was anderes. Schön gesagt. Und wo finden die Menschen dich? Ja, bei MrWater.eu. Und du wirst auch noch ein Buch Ende 2024 herausbringen? Ja, das heißt die Mineralientäuschung. Ja, die darauf Täuschung. Bin ich schon gespannt, da freue ich mich drauf. Die Täuschung, da haben wir uns... Extrem, weil es soll verständlich sein und nachvollziehbar. Ja. Und es muss ja stimmen. Und ich versuche es halt immer so auszudrücken, dass man die Chance hat, es zu verstehen. Und wenn man nicht gut schlafen kann, empfehle ich es besonders gut, dann schläft man noch besser. Also vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Arbeit. Schön, dass du da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde bemerkenswerte 5 Punkte und es zeigt einfach, wie groß das Feld ist und wie wichtig ist, dass wir wirklich da Orientierung bekommen und Hilfe, weil sonst kann man wirklich verzweifeln. Ich hoffe, Sie konnten etwas aus dieser Sendung schöpfen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.